Zieht der Westen jetzt doch die sogenannte nukleare Option, indem russische Banken vom SWIFT-System abgekoppelt werden? Das wäre ein echter Gamechanger, denn damit wären faktisch die russischen Banken aus dem Spiel, könnten praktisch keinen Handel mehr, keine Informationen mehr mit anderen internationalen Banken austauschen. Das würde bedeuten, dass wahrscheinlich der Handel des Westens mit Russland, respektive der russische Handel mit dem Westen, ziemlich komplett kollabieren würde. Und manches deutet darauf hin, dass das durchaus wahrscheinlicher geworden ist. Dazu gleich mehr. Es gibt ja den Satz von Machiavelli: Grausamkeiten muss eine Regierung gleich am Anfang hinter sich bringen. In Anlehnung an diesen Satz hat mein historischer Lehrmeister, wenn man so will, Immanuel Geist zu mir gesagt, notwendige Grausamkeiten sollte man möglichst früh begehen. Und auch ich habe das zu spüren bekommen von ihm, habe aber im Nachhinein durchaus verstanden, dass das notwendig war. Immanuel Geis war vielleicht der letzte große Welthistoriker, der wirklich die ganze Welt als Ort der Untersuchung in den Blick genommen hat. Einst der Berater auch von Brandt, hat maßgeblich die Ostpolitik der Brandt-Regierung mitbestimmt, sollte zum Beispiel aus der SPD ausgeschlossen werden, weil er für die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze war, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Jedenfalls dieses Motto, notwendige Grausamkeiten möglichst früh begehen, das war etwas, was mich als Leitspruch auch immer geleitet hat. Am besten, man macht es schnell, dann ist der Schmerz für den anderen vielleicht nicht so groß, beziehungsweise dann ist der Effekt am größten. Und das genau könnte für den Westen jetzt ein bisschen verspätet doch die Option sein, denn Finanzminister Lindner hat gesagt, Deutschland ist bereit, Russland aus SWIFT auszuschließen. Man sei offen dafür. Zuvor hatte schon Nethammer, der österreichische Kanzler, das auch gesagt. Davor haben wir die EU gehabt, die durch Dombrovskis gesagt hat, ja, wir halten alle Optionen auf dem Tisch. Wir werden aber vorher mit den Regierungen sprechen über die Implikationen, über die Folgewirkungen, die das hat. Denn die Folgewirkungen, die haben es absolut in sich. Hier sehen wir mal dieses SWIFT-System. Das ist im Grunde ein Nachrichtenübermittlungssystem und ein Kennungssystem. Sie kennen ja vielleicht die sogenannte BIC, die Sie auch auf Ihrer EC-Karte zum Beispiel haben. Früher hieß das Bank Identifier Code, also damit praktisch die Bank identifiziert werden kann, um die es jeweils geht. Heute heißt das Business Identifier Code. Und dieses in Belgien ansässige Unternehmen kontrolliert also praktisch die komplette Nachrichtenübermittlung von über 11.000 Banken in der Welt. Und wer da nicht drin ist, der kann mit anderen Banken nicht kommunizieren, dementsprechend mit anderen Banken nicht in den Zahlungsverkehr treten. Also das hätte massive Auswirkungen, zumal eben dann Finanzierungen in Dollar für russische Banken nicht mehr möglich wären, auch in Euro nicht. Also das ist praktisch die wirklich nukleare Option. Und vielleicht sehen wir gerade, die Dinge sind natürlich im Fluss und es ist wahnsinnig schwer, die Dinge zu prognostizieren, die da kommen, aber vielleicht sehen wir gerade, dass so ein bisschen das Gewicht sich verschiebt, weg von den Russen und weg von Putin. Warum ist das so? Nun, zunächst mal hier nochmal diese Aussage von Dombrovskis, der eben gesagt hat, ja, wenn wir Russland da abcutten, dann haben wir natürlich Informationsbedarf. Chinesische Staatsbanken haben schon teilweise für russische Rohstoffe schon keine Finanzierungsbereitschaft mehr signalisiert. Also das ist offenkundig doch ein gewisser Gamechanger, der Fall ist. Und jetzt überlegt man auch offenkundig die beiden größten Banken, nämlich Sberbank auf der einen Seite und VTB Bank, abzukappen und damit einen großen Teil des russischen Zahlungsverkehrs erstmal lahmzulegen. Und die Option wäre auch noch, die Dollarreserven der Russen bei der New York Fed einzufrieren. Also da wird konkret überlegt, das wird immer konkreter, die Hinweise verdichten sich, dass man da wirklich jetzt von dieser zahnlosen Reaktion langsam ein bisschen Gas geben will im Westen. Und vielleicht auch deshalb, schwer zu sagen, weil die Dinge wirklich schwer zu schauen sind, aber wir haben ja heute vor allem auch die Rallye an den Aktienmärkten gesehen nach der Meldung, ja, Russland ist gesprächsbereit, möchte mit der ukrainischen Regierung sich möglicherweise unterhalten in Minsk, also in Belarus, ein Satrap, wenn man so will, von Russland, und das offenkundig auch ermutigt so ein bisschen durch Xi Jinping, den Chef, den Boss im Ring, durch die Chinesen. Also, aber dann irgendwie ist nichts mehr draus geworden. Die Ukrainer haben dann zunächst gesagt, also wenn, dann in Warschau,
Minsk wäre uns jetzt zu heiß, aber wir müssen eins sehen, das ist eigentlich ein absoluter Fake, ein absoluter Quatsch. Das ist letztendlich absolute Fake News, die hier passiert. Warum? Weil damit die Forderung verbunden ist, Krim als russisch anzuerkennen. Gut, kann man drüber sprechen. Rejection of NATO Accession, also praktisch absolut kein NATO-Willen mehr oder Beitritt zur NATO. Keine Waffen vom Westen und vor allem hier das Territorium der Republiken Donetsk, Volksrepubliken Donetsk und Luhansk anerkennen und dieses Territorium viel größer, als es derzeit ist. Und dann vor allem hat Putin gesagt, also die ukrainische Führung sei drogenabhängig und sei Neonazis und er hatte praktisch das ukrainische Militär zu einem Putsch aufgerufen, dass man sich unter diesen Umständen trifft, zumal die Russen ja Fakten geschaffen haben, indem sie Städte bombardieren, indem sie solche Dinge tun, die natürlich Fakten schaffen zunächst mal. Was soll denn dabei rumkommen, wenn man sozusagen in einer Kriegssituation ist, außer man würde vielleicht die Truppen zurückziehen hinter eine bestimmte Linie und sagen, okay, lasst uns verhandeln. Und manches deutet darauf hin, dass das vielleicht kommen könnte, aber unwahrscheinlich ist. Jedenfalls sagt der britische Geheimdienst, dass die Truppen der Russen jetzt über 50 Kilometer weiter entfernt stehen von Kiew und dass, oder der Großteil dieser Truppen, und dass der Vormarsch der Russen langsamer geht als vorher antizipiert. Das sagen die Amerikaner. Wir wissen nicht, wie valide solche Informationen sind, ob die Teil auch einer Informationsstrategie sind, das ist schwer zu durchschauen. Jedenfalls hier mal eine interessante Grafik, die zeigt, was alles noch nicht Russland ist, meine Damen und Herren. Ukraine, not Russia. Das Schwarze Meer ist auch nicht Russland. Die Türkei, still not Russia. Dann Rumänien, does it look like Russia? Fand ich durchaus amüsant, diese Grafik. Und Frau Baerbock, ich hatte das ja heute thematisiert, da kann eine riesige Flüchtlingswelle bis zu 4 Millionen Flüchtlingen versuchen zu entkommen, wenn die Russen hier weiter marschieren. Baerbock hat gesagt, also wir werden alle aufnehmen. Okay, das ist ein sportliches Ziel, aber es ist natürlich humanitär eine Sondersituation. Und wir haben natürlich auch dann noch Uschi von der Leyen, die hier jetzt sich sehr aktiv bemüht, hier mit der Frage zum Beispiel, haben sie Eurofighter-Teile? Und wir sehen, da sind die hochspezialisierten Fachkräfte, die natürlich sofort auf diese Anfrage reagieren. Wir werden siegen, steht über diesem Bild. Und das ist natürlich wirklich auch der schlagende Beweis, dass der Westen diesen Kampf nur gewinnen kann. Und ja, wir haben ja Superwoman Lagarde, die dann heute gesagt hat, ja, also wir tun alles, was nötig ist für Preisstabilität. Okay, das heißt mit anderen Worten, wir drucken weiteres Geld, um die Preise zu stabilisieren, sodass das zu mehr Inflation führt, wiederum dann zur Destabilisierung von Preisen. Und dann wiederholt sich alles wieder von vorne, wie ein zynischer Kommentator die Wahrheit hier auf den Punkt bringt. Die Amerikaner sehen das ein bisschen anders. Die sagen, okay, wo können wir die Russen am meisten treffen? In ihrem Energieexport, also machen wir es doch so, dass praktisch wir diese Energie liefern. Das ist natürlich etwas, was hier im Spiel ist, doch schon länger. Das haben viele Strategen schon lange gesagt aus den USA, dass man eben Europa nur unabhängiger machen kann von Gas und Öl aus Russland, wenn man als Amerikaner die beliefert. Das ist keine Frage. Inzwischen sehen wir, dass die Spannungen zunehmen, auch jetzt etwa die Frachtraten für Schiffe, die Öl transportieren, da trauen sich die Reeder nicht mehr nach Russland, also praktisch ihre Schiffe in russische Häfen zu schicken. Dementsprechend gehen die Raten, die explodieren geradezu. Also das sind jetzt durchaus Dinge, die hier sich entwickeln. Hier sehen wir mal die Abhängigkeit von Gas, von russischem Gas, Ungarn 100%, Bosnien-Herzegowina 100%, Nordmazedonien, Moldawien 100%, selbst Finnland noch mit 67%, wir etwa, nämlich Deutschland 57%. Es gibt nur ein paar wenige Länder wie Österreich, Kroatien, Dänemark und so weiter, die davon nicht abhängig sind. Dombrovskis, den ich heute schon mal erwähnt habe, der Kommissar für Handel und Außenwirtschaft, der gesagt hat, also wir testen jetzt mal aus, was es bedeuten würde, wenn wir aus Russland kein Gas mehr bekommen. Und er sagt, das wäre zu managen, würde Probleme bereiten, aber es wäre zu managen. Es wird ja hoffentlich das Wetter auch bald ein bisschen wärmer. Das ist also die Situation. Jetzt
ist eben die Frage, wie geht es auch mit den Märkten weiter, denn dieser Krieg in der Ukraine, wenn das vor allem sich ein bisschen hinziehen sollte, der ist natürlich wieder ein Supply-Schock, ein Angebotsschock, weil dann viele Dinge nicht mehr kommen, nicht mehr geliefert werden können. Dementsprechend würde das ja dann auch wieder diese Inflationstendenzen verstärken, denn wir haben ja derzeit zu viel Nachfrage bei zu wenig Angebot an Gütern und Dienstleistungen. Dementsprechend sagt die Bank of America, wir verstehen total das Argument, sell the rumor by the fact, short covering, das ist ja das, was wir gesehen haben, eine short covering rally, ein short squeeze und eben auch wie fast bei jedem Krieg, der ausbricht, zunächst geht es, also im Vorfeld geht es runter und sobald der Krieg ausbricht, geht es nach oben, aber wir haben jetzt eben auch andere Themen, eben Inflation, diese ganze Energiefrage, diese Dinge, die doch so weitreichend sind, der Irakkrieg hat uns nur bedingt interessiert, klar, da war auch der Ölpreis gestiegen, aber hier geht es ja um die essentielle Versorgung etwa Europas mit notwendiger Energie, das ist dann doch eine andere Geschichte. An den Märkten, wie schaut es aus? Bullish ist, sagt Lance Robert, dass wir ein Kaufsignal jetzt bekommen haben beim Moneyflow Indicator aus sehr überverkauften praktisch Marktzuständen. Bärisch sei, dass wir die Nackenlinie dieser Schulter-Kopf-Schulter im S&P 500 getestet haben, aber der März sei der 5 stärkste Monat des Jahres, also so um und bei in der Mitte könnte man sagen, aber hier mal interessant, Sven Henrik zieht hier mal einen Vergleich zwischen 2000 und 2022. Kann man natürlich nicht wissen, wie das ausgeht, aber es ist eben diese Geschichte Russland, Energie, Inflation, die natürlich schon etwas anderes vielleicht ist diesmal und tieferliegende Probleme hier praktisch andeutet. Wenn es so wäre, sagt er, dann wäre diese Rallye ein Verkauf, dann sollte man also diese Rallye verkaufen. Und Ottavio Costa hat nach der gestrigen Rallye beim Nasdaq darauf hingewiesen, dass die letzten 21 Male, dass der Nasdaq ein Intraday-Reversal von mindestens 5% gemacht hat, das immer innerhalb von während brutaler Bärenmärkte war, eben mit der Dotcom-Blase und der Finanzkrise. Sonst hat es solche Dinge nie gegeben. Das ist auch eine interessante Beobachtung, aber natürlich übergeordnet bullish. Wir hatten heute in Sachen Inflation, Fed, das ist ja auch das große Thema, hier die Personal Consumption Expenditure, das ist die Größe, auf die die Fed am meisten achtet eigentlich in Sachen Inflation. Und wir sehen, da gab es wenig Erleichterung des Sparvolumens, sondern die Inflation schießt weiter nach oben. Wir haben jetzt hier die höchste Entwicklung seit den 1980er Jahren wieder. Das Sparvolumen der Amerikaner sinkt. Das heißt, das wird schwieriger für den Konsum in den USA und bei uns sehen wir, das Einzige, was wirklich wächst, ist hier Government Consumption, also ist praktisch der Konsum des Staates. Das zeigt, dass dieser Staat immer mehr um sich greift, dass dieser Versorgungsstaat, dieser Versicherungsstaat, diese Vollkasko-Mentalität, wir wiegen alle in Sicherheit, wir nehmen euch die Risiken ab, dass das sozusagen jetzt ein immer stärkerer Faktor wird und das ist etwas, was wir auch mit vor allem Thomas Mayer gestern besprochen haben, Inflation, Zentralbanken in der Krise, wohin steuert unser Geld? Für mich eines der besten Interviews, das ich zuletzt oder in den letzten Monaten, Jahren gesehen habe. Letzter Aufruf von mir sozusagen, ich packe den Link unter das Video und ein sehr interessanter Artikel noch dabei, Putin ebnet mit Ukraine-Invasion China den Weg nach Taiwan. Der Autor lebt als Geschäftsmann schon viele, viele Jahre in China, beobachtet das ganze Geschehen, also praktisch aus der Nähe, hat mit Geschäftsleuten zu tun, hat mit Parteigrößen zu tun, weiß, was da gespielt wird und er sagt, gestern ist mir klar geworden, dass die Taiwan jetzt dran ist, aber bis Oktober wird da nichts passieren, weil Oktober holt sich Xi Jinping nochmal praktisch die letzte oder die nächste Amtszeit. Erst dann dürfte das Risiko hier signifikant ansteigen. Auch dieser Artikel hier unter dem Video, also zwei Artikel, meine Damen und Herren, bevor Sie jetzt ins Wochenende starten, ein absolutes Muss. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao. Es wird ein dramatisches Wochenende vermutlich. Wir werden sehen, wie wir uns am Montag dann wieder begegnen. Servus und Ciao.